Ohne großes Bomborium hat Apple ein neues MacBook Pro vorgestellt. Genauer gesagt ein MacBook Pro 13 Zoll. Das ist jetzt die zweite Neuheit nach dem MacBook Air 2020. Und was hat sich getan? Na, das werden wir gleich mal herausfinden. Auf den ersten Blick, Karton sieht aus wie immer, geht auf wie immer etwas schwer. Und wenn man dann das Notebook rausnimmt, sieht es auch aus wie immer. Gibt es in diesem dunklen Grau, Space Gray oder auf Wunsch auch in Silber. Zubehör wie immer dabei, ein Netzteil, ein etwa 2 Meter langes USB-C-Kabel zum Aufladen. Und jetzt klappen wir das Gerät mal auf und gucken mal, ob sich da was getan hat. Auf den ersten Blick scheinbar nicht, aber wer ganz genau hinguckt hier, da muss man allerdings wirklich dicht dran gehen, oder wer hier einfach mal anfängt zu tippen, der sieht zum Beispiel, es gibt eine neue Tastatur, ansonsten hat sich von außen nichts getan. Diese neue Tastatur ist eine der beiden großen Neuerungen, die andere steckt hier unter der Tastatur, das sind neue Prozessoren. Und bevor das MacBook Pro in den ausführlichen Labortest geht, wollen wir hier mal einen ersten Eindruck zeigen. Fangen wir mal mit der wichtigsten Neuerung an. Das ist die Tastatur, die ist wie beim MacBook Pro 16 Zoll und beim MacBook Air 2020 eine Tastatur mit einer sogenannten Scherenmechanik. Das ist eine Mechanik, die sehr oft bei Tastaturen eingesetzt wird und die anders ist als die bisherige Tastaturmechanik von Apple. Da kam nämlich eine sogenannte Schmetterlingsmechanik. Da war die Mechanik dann etwas außen an den Tasten, hat einen ganz kurzen Hub. Von der Idee her ganz toll, weil man da super schnell mit schreiben kann. Allerdings mit einem kleinen Nachteil, die verdreckte relativ leicht. Und auch nicht jeder Nutzer mochte den kurzen Tastenhub. Die neue Tastatur, wie gesagt, mit einer Scherenmechanik, hat einen etwas größeren Tastenhub. Das kann man auch ein bisschen, wenn man hier so ein bisschen tippt, dann sieht man, hört man das vielleicht sogar schon. Das ist einfach ein bisschen lauter, weil man mehr Tastenhub hat. Ist für die meisten Leute, die an der Tastatur schreiben, aber angenehmer, weil die es einfach gewöhnt sind, dass man hier bei dieser Tastatur zum Beispiel etwa 1 mm Tastenhub hat. Das heißt, man merkt sehr genau, habe ich die Taste gedrückt oder habe ich sie nicht gedrückt. Darunter sitzt die zweite große Neuerung und das sind Prozessoren aus Intels aktueller 10. Generation, heißt das immer bei Intel, aus der sogenannten Ice Lake-Serie. Hier im getesteten Modell ein Core i5-1038G7. Das ist einer, der bei Intel noch gar nicht gelistet ist und der ziemlich leistungsstark ist. 4 Kerne, 2 GHz Taktfrequenz. Der Prozessor kann auch noch ein bisschen höher takten, wenn nicht alle Kerne laufen. Und wir haben den auch schon mal mit ersten Benchmarks gecheckt und das Ergebnis ist, der neue Core i5 ist in etwa so schnell wie der Core i7, den es früher beim Vorgängermodell nur gegen Aufpreis gab. Das ist ziemlich vielversprechend. Mal sehen, wie das dann im ausführlichen Labortest ist, ob sich da dieser Vorsprung auch nochmal bei anderen Anwendungen zeigt und nicht nur bei den ersten Benchmarks. Ebenfalls neu, es gibt mehr Speicher. Apple hat einfach mal den Speicher verdoppelt, das heißt das MacBook, die beiden größeren Modelle, wie das hier, was wir im Test haben, haben jetzt 16 GB Arbeitsspeicher und mindestens 512 GB SSD-Speicher. Der SSD-Speicher ist auch richtig fix, wir haben da über 2 GB pro Sekunde gemessen, in der Spitze bis zu 2,3 GB Datenübertragung pro Sekunde, das ist eine richtig schnelle SSD und man merkt das auch, wenn man irgendein Programm startet, das ist quasi sofort da, der Start des MacBooks dauert auch nur ganz kurz. Allerdings muss man dazu sagen, das war auch schon beim Vorgängermodell nicht viel schlechter. Soweit, so gut. Jetzt packen wir es ein. Jetzt geht es in den ausführlichen Labortest von Computerbild und dann können wir nach dem Labortest auch sagen, wie lange hält der Akku, wie hell ist das Display, wie gut gibt es Farben wieder und was kann das MacBook sonst noch.